Wie versprochen geht's heute weiter mit Folgen 3 und 4 von Are You The One? Reality Stars in Love. Wie immer könnt ihr die ganzen Folgen bei RTL Plus natürlich angucken. Bei mir gibt's die Highlights, ganz ohne die Moderatorin, die für mich ein Lowlight ist. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben letzte Folge damit aufgehört, dass ja Danilo und Jenny in die Matchbox gehen. Und jetzt ist die Frage, verkaufen die anderen diese Entscheidung für 50.000 Euro oder nicht? Und wer wird gefragt? Paco. Große Freude bei allen, das heißt, sie erfahren gleich, ob die ein Perfect Match sind oder nicht. Ich bin Teamplayer, mein Team hat gesagt, ey, auf jeden Fall nicht verkaufen. Und dann habe ich mich ganz klar für das Team entschieden. Ich dachte, er ist hier, um Stress zu machen. Ich hätte ihm auch vorstellen können, dass er es verkauft, aber nein. Das überrascht mich. Wenn ich jetzt dran gewesen wäre, ich hätte auf jeden Fall überlegt, so eine Matchbox-Entscheidung weniger oder mehr ist... auch egal. Da hat er von Calvin das Briefing bekommen, immer schön Krawall machen. Das ist doch wohl menschlich, oder? Kann man doch einfach machen, Mann. Ich find sie geil, fertig. Das ist ja das Wichtigste bei einem Perfect Match. Wenn das kein Perfect Match ist, ich flipp aus. Und? Uff. Boah, krass. Schade. No Match, obwohl die sich so gut verstanden haben und sie ja gerne Hausfrau ist. Ich bin schon traurig darüber, dass wir kein Perfect Match sind, weil ich mir gerade so denke, wenn nicht er, wer ist es dann? Einer von den anderen. Es ist immer so, so die, die sich so sicher sind, weil vom Gefühl her und das passt so perfekt und das bleibt so und das matcht so gut, die sind's nicht. Weil bei Are You The One die Couples immer so random sind und niemand zusammenbleibt und niemand ein wirkliches Perfect Match ist. Es ist einfach gewürfelt, habe ich manchmal das Gefühl. Weil wenn dein Gefühl bis jetzt richtig gewesen wäre, dann wärst du ja noch in einer Beziehung, oder? Oh, Marie, die alte Psychotherapeutin. Sie sagt, die sind alle quasi beziehungsunfähig, beziehungsweise sollten sich nie auf ihr Gefühl verlassen, weil das ist der Grund, warum sie überhaupt hier sind. Wie ihr seht, ich mache mir viele Gedanken. Hast du alles richtig gemacht, Holzkopf? Ja, eine Erkenntnis ist eine Erkenntnis. Ist halt so ein bisschen Gefühlschaos gerade, aber es ist, weil die Emotion so ein bisschen groß war, aber es legt sich wieder. Es ist manchmal aber auch süß. So komisch Danilo irgendwie ist und so veraltete Ansichten hat, es ist manchmal süß, wie er sich so selber reflektiert und sagt so, ja, es ist jetzt gerade ein Gefühl in mir, aber das legt sich auch wieder. Ja, und Danilo will jeder. Jetzt muss ich nur noch mal Jennifer ein bisschen umorientieren. Danilo will jeder, aber Jennifer nicht, oder was? Jennifer hat sich festgefahren gehabt in Danilo. Voll. Ja, das ist das Problem. Die ist, glaube ich, ein bisschen heartbroken, weil Danilo wird einen Abflug machen. Safe! Mal gucken, ob Kim Virginia mit ihrer Prophezeiung recht hat. Ich merke gerade, mein Oberteil spannt so krank. Ich glaube, weil ich so viel Krafttraining mache. Guck mal, wie spannend. Guck mal, wie spannend. Heftig. Richtig heftig. Das ist spannend, richtig. Warum spannend ist so? Ich habe so Hals gewaschen. Das wird der eigentliche Grund sein. Oder weil mein Rücken so trainiert ist. Gut, anderes Thema. Jenny muss jetzt natürlich auch ihr Perfect Match finden. Man kann ja immer flirten so, aber sobald es so küssen, anfassen geht, boah, da bin ich raus. Also was soll ich jetzt machen? Ich check es nicht. Are You The One 2023. So, jetzt wird endlich wieder gesoffen. Machst du so Spielchen gerne? Steffen! Keine Spielchen? Nee. Ehrlich? Nee. Das ist gut. Kim Virginia checkt mal Mike ab. Den findet sie ja heiß. Hat sie ja schon letzte Folge gesagt. Eine ganz interessante Sache. Aber ich bin ja nicht dein Typ eigentlich. Doch, schon. Bisschen. Bisschen. Aber nur ganz kleines bisschen. Sie spielt gut, ne? On Camera sagt sie noch, das ist genau ihr Typ. Und zu ihm sagt sie so, naja, muss mal gucken. Ich weiß ja nicht, wer mein Perfect Match ist. Aber du könntest das sein. Sie ist eine von fünf. Oder die macht ein bisschen auf krass, ja? Oder die ist nicht krass. Die sieht krass aus, aber sie ist krass. Ich verstehe nichts an diesem Gespräch, aber... ich bin raus, Leute. Ich denke, Paco und Mike könnten mein Perfect Match sein. Beide gleichzeitig. Aber der Paco, der... alles im Griff, macht euch da keine Sorgen. Thea hat nämlich auch nicht nur bei Paulina, sondern auch mal bei Kim geguckt, was da so geht. Wir müssen uns verpissen. Nein, nur wenn ich einen Kuss kriege. Mit Zunge aber, mit Zunge. Ja, super. Der Paco ist viel unterwegs. Aber ich glaube, der mag, dass die Kim halt auch so eine lustig lockere ist, die irgendwie so halt hier ist, um Show zu machen. Und ich glaube, Paco ist auch einfach nur da, um Show zu machen. That's halt irgendwo auch the game, ne? Die Kim, die ist eine Spielerin. Die spielt. Die guckt einmal hier, guckt einmal da und guckt einmal da. Einmal steht da der Mike, einmal steht da der Paco und dann steht da noch irgendjemand anders. 100%. Das kann gut sein, 100%. Ich mag dich. Also, du bist tough und deswegen machst du das. Ich bin schon tough. Du bist tough. Aber auch süß. Das kommt immer drauf an. Weißt du, süß habe ich dich noch nicht erlebt. Musst du mal genau hingucken. Sexy? Schon. Ansichtssache. What? Findest du mich nicht sexy? Ich glaube, du bist schon sexy.
Eieiei, natürlich nicht so sexy wie Shakira. Das wissen wir ja alle von der letzten Folge. Paco kann ich auch einfach nicht. Es nervt mich so. Ich kann ihn nicht einschätzen. Der macht heute richtig Rambazamba, ne? Ja, Paulina, es ist durch. Ich habe ein Talent dafür, falsche Entscheidungen zu treffen und sie im Nachhinein zu bereuen. Ja, du hast ein Talent dafür, auch immer nur das Beste in den Leuten zu sehen. Aber manchmal sind die Leute noch nicht bereit, das Beste von sich zu geben. Das war deeper, als ich es erwartet habe. Das könnt ihr euch hier als Tapete, könnt ihr euch das aufhängen? Ja, ist ein cooler Satz. Ich glaube, Paco hat gar keine Intention, wirklich auf Ernst jemanden kennenzulernen. Sie hat's gecheckt. Das ist der richtige Weg, Paulina. Geh weiter. Mach, bevor ich sie verführe. Okay, gibt sie mit eine rauchen? Shake your ass. Show me what you got. Ja, aber guck, die machen Späßle miteinander. Also alles, was du hier siehst, was du zu spüren bekommst, meine Energie, das ist 100% echt. Okay, deine Energie ist echt. Aber ich bin kein offenes Buch. Und das möchte ich auch nicht sein. Das möchte ich einfach nur gegenüber meiner perfekten Frau sein. Weil es gibt nur eine Frau, ein Buch, die mich lesen kann. Der will, dass er von einem anderen Buch gelesen wird. Es gibt nur ein Buch, das ihn lesen kann. Ja, also das ist doch logisch. Das Buch, das muss erst noch geschrieben werden. Und wie hast du es schon gefunden? Wartet da jemand zu Hause auf ihn? Du sitzt doch gerade hier. Nein, natürlich nicht. Okay. Aber hast du es dann nicht trotzdem, wenn du mal eine Person geliebt hast, so, dass du sagst, so, ich gehe trotzdem über meinen Schatten und sagst so... Ich habe ja nicht geliebt. Du hast noch nie geliebt? Nein. Paco ist auch schon wieder besoffen und hat noch nie geliebt. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist auch nicht da, um sich komplett zu öffnen im Fernsehen. Ich glaube, er macht es ganz bewusst. Es ist sehr abgekartet. Ich weiß nicht, wie lange das so funktioniert. Aber es ist schon eine Rolle, die er spielt. Was auch vollkommen okay ist, weil ich glaube, das muss man auch manchmal machen, um sich selber auch zu schützen. Paco habe ich mir auch ein bisschen unter die Lupe genommen. Heute finde ich ihn ganz cute. Mal gucken, wer es morgen ist. Das ist echt so. Ich lieb's. Also, ihr Reize... Zieh mich hier am meisten an. Ja, knutsch doch auch mal mit Kim. So will ich das mal formulieren. Okay. Er mag ihre Brüste und den Po. Aber Sabrina würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Als mein Perfect Match oder so. Und die anderen drei sind ja auch noch da. Ich hab deine Leinenschanze. Du hast gar nichts, hast du. Du hast gar nichts, hast du. Ich finde es interessant, die Kim, die weiß genau, was sie tut. Da müssen wir nur ein bisschen taktisch vorgehen. Mike ist ein super Paket. Das ist auf jeden Fall mein Lieblings-Mikey-Paket. Na dann ran ans Paket. Hä? Hä? Wie? Wie? Hä? Verstehe ich jetzt wirklich nicht. Aber das mag sie doch auch. Das mag ich an einem Mann, wenn er so ein bisschen dümmlich ist. Boah, ich nehme die so auseinandernehmen, wo der keine Ahnung hat. Die weiß noch gar nicht. Das ist auch ein komisches Gespann, oder? Du hast dich da mit einem sehr, sehr harten Typ eingelassen. Ja, ich hoffe, da sind noch andere Dinge hart. Ist das der Alkohol, der spricht? Oder ist es einfach nur Kim Virginia, die spricht? Was willst du sehen? Ein Kuss. Dass wir ein Kuss. Okay. Mach mal. Ja, okay, ein Kuss, nicht aufessen. Bleib mal ruhig, ja. Das ist aber auch so funny, wie Paco und Fabi so daneben stehen und zugucken. Das ist irgendwie krass unangenehm. Aber wir wissen jetzt, ob ich finde, Danilo wäre das direkt... vorbei. Interessant, wie unterschiedlich man mit so einer Situation umgehen kann. Was da 30-jähriger Krieg oder was da ausgeübt wurde. Schneid da bitte raus. Alles klar, machen wir. Ja. Mike kann sehr gut küssen, das ist auch super, super wichtig. Also hätte es da irgendwie Probleme gegeben, dann wäre das hintenrum schon schlecht gewesen. Und auch vorne rum. Du bist ein Film. Ja, ein Hollywood-Film. Ja. Wow. Habe ich ja schon mal erzählt, als ich irgendwann mal in die USA gereist bin. Da sind ja immer diese Beamten, die die Pässe kontrollieren. Und das ist ja immer so ein bisschen was, was ein bisschen aufgeregt. Man weiß nicht, was man da bekommt, wie die drauf sind, ob die voll streng sind oder so. Ich hatte einen, der war so, oh wow, Mirella. Mirella, Hollywood is calling. Your name sounds like it's made for Hollywood. So ein bisschen war der, Mirella, do you hear it? It's Hollywood. So war der. Ja. Aber ich bin der Regisseur. Der was? Regisseur. Ja, total. Ja. So. Regisseur. Feier ich gerade nicht so, die Situation. Sabrina hätte sich mehr in Nähe von Mikey Boy gewünscht. Wir müssen ja herausfinden, wer unser Perfect Match ist. Und da muss man ja Grenzen sprengen, die eigentlich da sind. Da wären wir wieder beim 30-jährigen Krieg. Ups. Und deswegen ging ich drüber hinaus, um zu sehen, wer mein Perfect Match ist oder nicht. Das ist nett von dir, dass du das machst. Schlecht ausgesprochen, aber klug gedacht.
Hm? Ja, bestimmt. Paco, der war auf einmal nackt duschen. Und das hat sich die Sandra mal angeguckt. Die einfach ungeniert ihm dabei zuguckt. Finde ich gut. Ich habe es mir gerne angeguckt. Ich hätte es mir gerne länger angeguckt. Doch, wirklich ein sehr sympathischer junger Mann. Ja, Sandra ist hübsche Frau, gell? Wie alle. Ich dachte, ich habe einen toten Winkel gefunden, aber die Kamera hat sich gedreht. Aha, da werden schon die toten Winkel gesucht. Ich habe auch schon versucht, ein bisschen. Hast du auch schon gesucht? Ja, jetzt schon. Wow. Hallo, wir wollen das sehen. Ich habe tatsächlich das Bedürfnis gehabt, mir das zu nehmen, was ich will. Und das ist Paco. Natürlich, schmeckt. Toll, haben Sie den toten Winkel gefunden. Danke, liebes Produktionsteam. Das ist der einzige, der mir so richtig gefällt vom optischen her. Warum könnt ihr da nicht eure Kamera küssen? Also der Paco ist auf jeden Fall ein guter Küsser, ja. So von einer Skala von 1 bis 10 und 10 ist gut, sind wir bei 11. Und sie kann sogar Mathematik. Sandra kam so aus dem Nix. Peinlich. Paulina hat Wind davon bekommen. Ich kann nicht ruhig sein. Ich kann nicht einfach gar nichts sagen. Es wird nämlich mit den Krebshänden wird zugeschnappt. Den Scheren. Wir sind hier 20 Personen aufeinander. Das heißt, wir müssen Rücksicht aufeinander nehmen. Und das ist schwierig von Paco. Weil der Paco nimmt nur Rücksicht auf Paco. Das ist so eine zwischenmenschliche Empathie, die man entweder hat oder nicht. Und er hat sie nicht. True. Und wir Krebs haben ein bisschen zu viel davon. Warum muss ich das Gespräch zu dir suchen, wenn du ein Problem mit mir hast? Ja, ich glaube, sie nervt es auch, dass er halt jetzt gar kein Interesse mehr an ihr hat. Bin ich jetzt schuld? Habe ich dir irgendwas angetan? Warum? Nein, angetan hast du mir. Habe ich irgendeine Verantwortung? Ja, schon. Wenn du mit jemandem rummachst, hast du auch ein bisschen Verantwortung. I'm sorry. Haben wir irgendwas ausgemacht? Nein, wir haben auch keinen Vertrag miteinander. Bin ich dein Freund? Ne? Genau, haben wir einen Vertrag? Hey, ihr habt eure Zungen in den anderen Körper reingelassen. Habt ihr doch wohl ein bisschen Verantwortung oder Empathie oder Fürsorge füreinander? Nur so ein bisschen. Bin ich irgendwie ein Hund, ein Arschloch oder hin und her? Was hast du jetzt gesagt? Lass es. Ja, aber warum? Ich will dich gar nicht verletzen oder hin und her. Du hättest ganz einfach... Nee, komm. Die emotionale Seite von Paulina sitzt immer an. Sie gibt mir das Gefühl, dass ich eine Verantwortung tragen würde, ihr gegenüber, was überhaupt nicht der Fall ist. Okay, bin ich die Doofe oder hat man eine Verantwortung, wenn man mit jemandem rummacht? Hat man doch so ein bisschen. Ich sag ja nicht, dass ihr jetzt gleich heiraten müsst und alles erzählen müsst, was ihr macht. Ich sag nur, dass man doch guckt, dass es dem anderen auch irgendwie gut geht. Ja, aber dann musst du doch damit rechnen, dass die andere Person vielleicht eventuell in irgendeiner Art und Weise gekränkt sein könnte. Ja oder nein? Paco würde sagen nein. Du bist doch natürlich alt genug, um das verstehen zu können. Das kann durchaus passieren. Ja, richtig. Genau. Er denkt da einfach ganz anders. Da hat sie nichts aufgebaut. Also das ist nichts entstanden. Also, worüber man jetzt wirklich reden müsste. Sie sieht's aber halt anders. Ich habe dir gestern gesagt, wenn du die Kommunikation mit mir suchst, ich bin fein damit, wenn du mit mir redest. Das kommt aus dem Nix, ich drehe mich um, plötzlich sehe ich das, dann komme ich zurück und plötzlich wird mir erzählt, ja, aber das ist doch ein Punkt, der dich stört. Warum muss ich die Kommunikation zu dir suchen? Ja, ich glaube, sie hätte da auch einfach, sie braucht da jetzt eine Freundin. Es ist eine Ausnahmesituation, die sitzen alle aufeinander, sie kann dem nicht aus dem Weg gehen. Normalerweise würde man sagen, gut, cut, ich treffe diese Person nicht mehr und das ist halt einfach kacke. Sie hat niemanden, mit dem sie sich darüber unterhalten kann und der schläft auch noch neben ihr. Das ist einfach fucked up. Er hat es nicht verstanden und es hat mich noch mehr gekränkt. Erstmal rauchen. Lass es einfach. Ja, okay. Wir sind nicht 10. Dann verhalte ich nicht so. Also ich habe die Faxendicke. Ich habe wirklich Faxendicke und ich bin also kurz davor, einfach die Kontenance zu verlieren. Oh, jetzt verliert er gleich noch seine Kontenance. Ich bin keine 16 mehr. Du bist auf mich zugekommen und hast mich geküsst. Ja, aber du hast ja mitgemacht. Nee, doch. Oh. Das war deine Offensive. Ja, und? Das hat fertig aus. Ich habe die Nähe gar nicht zuerst gesucht. Ach so, er war einfach nur da. Er war einfach wie ein totes Stück Fleisch, hat das über sich ergehen lassen. Hast du nicht zu mir gesagt, wenn es dazu kommen sollte, dann kommunizierst du das mit mir? Das hat sie sich gewünscht, das hat sie geträumt. Es war ein Wunschtraum. Habe ich das gesagt? Ja. Weiß ich nicht, sehe ich nicht aus seinem Mund. Was wieder zu Stralle. Das kann sein. Beide vielleicht. Kann sein, weiß ich nicht mehr, war besoffen. Ich will kein Beef einfach, weißt du? Ich will auch kein Beef, wirklich nicht. Das ist gar nicht meine Art. Ich will nur wissen, woran ich bin. Und dann bin ich fein damit. Hat er das jetzt gesagt, dass er Bescheid sagt, wenn er was macht? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich zu ihr gesagt hätte, bevor ich eine andere Frau küsse, werde ich das auf jeden Fall mit dir kommunizieren. Habe ich jetzt auch nicht so gehört. Fände ich auch weird, wenn das Paco sagen würde, weil das wäre gelogen. Es wäre genauso gelogen wie das Alter. Das ist das größte Problem bei Paulina. Weil Alter spielt ja hier gar keine Rolle. Also hole ich mir ein Go oder so.
Ich glaube, die hätten einfach einen Cut machen müssen. Cut, eiskalter Cut. Du warst auch ziemlich stralle. Ja, sonst wäre das auch nicht passiert. Was? Kannst du mir glauben. Was? Sonst wäre das auch nicht passiert. Kannst du mir glauben. Sehr schlecht von dir. Was? Ja, sie will jetzt halt auch zurückschießen. Das muss man jetzt auch sagen. Ich glaube schon, dass es vielleicht auch nüchtern passieren hätte können, weil sie den ja von Anfang an sehr gut fand. Da kann sie, könnte sie auch dazu stehen. Aber sie ist jetzt natürlich auch gekränkt und will ihm jetzt nicht noch mehr das Gefühl geben, dass er was Besonderes ist. Aber warum machen wir so einen Zirkus? Ayodron, du hast mich gefickt, hast du. Das kommt noch. Wie bitte? Ich bin eine richtige Sau. Wie klar. Ja, das ist das Schlimmste. Sie muss jetzt da rein und bei dem pennen. Ist der Boom Boom Room nicht frei? Ich bin schockiert, aber will das auch ganz schnell hinter mir lassen. Was, stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor, dass ihr das machen müsst. Das ist Horror. Und dann knutschen auch alle rum. Marvin Shakira. Mike und Kim. Danilo und Jenny. Und natürlich Paco und Sandra, super. Sandra ist jetzt bei Paco. Das bedeutet, dass Paulina jetzt wieder solo unterwegs ist. Wer wittert da seine Chance? Kim ist jetzt bei Mike. Danke fürs Update. Sabrina ist dementsprechend wieder solo unterwegs. Und Steffen freut sich. Tizi ist jetzt mit Steffi. Wow, was da los ist, oder? Wie schnell es geht. Ja, es geht hier ganz schnell. Das ist erstmal so das grobe Ganze. Dankeschön. Ich glaube, wir kommen da auch sonst nicht mit. Ja, wir haben erfahren, wir sind Nomad. Aber er hat mich gefragt, ob ich trotzdem neben ihm schlafen möchte. Ist lieb oder süß? Denkt man das gar nicht, oder? Dass ich so ein Süßi bin. Ja, natürlich weiß ich, dass ich mein Perfect Match finden muss, ja. Ja, ich sehe schon Jessie und Mike 2.0 hier. Ja, die werden die ganze Zeit miteinander abhängen. Und du und Tizi? Was ist denn da passiert? Ja, woher kommt das? Ehrlich gesagt, ich war so todesmüde gestern. Er so voll ready, du so. Das ist echt so. Ich glaube, das hat ihm auch gar nicht gepasst. Ich glaube, der wollte ein bisschen hier touchy. Aber sie war nicht tasty. Oder was? Aber gefällt dir sonst noch jemand? Oder nur Tizi? Ja, alle super. Süß. Optisch zum Beispiel würde Martini schon auch zu dir passen. Martini ist auch so ein geiler Name. Mike wollte da richtig loslegen gestern, ne? Vor euch allen. Ja, der Mike, der war schon in einigen Reality-TV-Shows. Da hat er, ist doch kein Problem, nicht. Habt ihr miteinander Liebe gemacht? Liebe gemacht, süß. Wir sind uns ein bisschen näher gekommen, aber noch nicht komplett nah. Also nicht. Nicht so, das, was ich daraus verstehe. Ich weiß es nicht. Bisschen Patching. Bisschen, bisschen angetastet. Aha, sag ich doch. Geil. Aber er war ready for everything. Klar. Wir sind einfach bereit. Wie soll ich dir das sagen? Das Ziel wurde nicht erreicht, oder? Gut, gekommen ist keiner. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Das war richtig dumm, so emotional. Also in dem Moment. Wir hätten einfach heute reden sollen und es hätte es gepasst, aber sie konnte halt auch nicht raus aus der Situation. Gestern ist einiges passiert. Ich glaube, alle Emotionen sind gestern auf mich aufgeprasselt. Ja. Deswegen mach ich mir, nee, du redest jetzt gar nicht mehr mit dem. Das ist the daily struggle of a Krebs-Sternzeichen. Ich sag's, alle Emotionen prasseln auf uns rein. Ah, oh, die Arme. Komm mal, Dame, ich hab so ein bisschen rübergespitzt so gestern Abend, ne? Ja, und was hast du so gesehen? Ich hab so ein paar Sachen gesehen, du, ja, ne? Müssen wir jetzt mal besprechen, du. Shakira und Sandra talken. Oh Gott. Reden. Ja, stopp, okay, das mit Kuss juckt mich gerade nicht mehr. Wir sind jetzt woanders gelandet. Nehme ich bei der Dusche. Was hat sie da gesehen? Aber es kann man mitarbeiten. Kann man mitarbeiten. Alles klar, danke für die Info. Und dann haben wir uns halt angeguckt und halt geküsst. Voll romantisch. Das schon? Ja, an der Toilette. Ach, krass. Anscheinend war da auch eine kleine Romantik. Zumindest auf Sandras Seite, Paco, habe ich das Gefühl, der weiß nicht, was Romantik ist. Boah, kennst du das so, wenn es passt, ne? Da willst du halt so direkt näher. Ja, und so, ja. Uiuiui. Und, was gab's mehr? Und dann habe ich beim Küssen halt gecheckt, so hat safe so geguckt, was da geht. Ja. Oh Gott, das ist so unangenehm. Stellt euch das mal vor, von die Arme, Paulina. So unangenehm. Ja, also ich glaube nicht, dass Paulina und ich jetzt noch beste Freunde werden können. Aber das ist der Sandra auch egal, weil sie ist nicht hier, um Freunde zu finden, oder? Aber ich bin ja auch nicht hier, um Freunde zu finden. She's that girl. Also ich versuche das tatsächlich ein bisschen mehr so durch Worte, durch Gespräche, um ein bisschen rauszufiltern, wer könnte zu mir passen oder wer weniger. Ich glaube, es ist noch ganz, ganz viel Spielraum für Neues und deswegen, ich lasse das alles auf mich zukommen. Der Steffen, der unterhält sich mal mit der Pauline. Ja, und was machst du sonst so? Also du gehst ins Gym? Ich bin eigentlich Gym, arbeiten, zu Hause. Das ist ein geiles Leben, oder? Endgeil. Keine Ahnung, ich bin momentan wirklich so auf dem Stand, dass eigentlich jemanden kennenlernen möchte. 5 Jahre, wir heiraten, Kind, wissen wir. Dann daheim bleiben möchte. Ja. Klar, ich bin jung und eigentlich hätte ich ja, jetzt wäre ja so meine Prime fürs Feiern gehen und so. Aber? Aber gar nicht. So, okay. Fabio finde ich wirklich nicht schlecht. Aber von dem kommt auch gar nichts, ne? Was denn mit Marvin? Dein Arsch ist ganz schön rot, gell? Danke. Da kommt wirklich wenig. Ist Fabio mit irgendwem?
der ist feige. Mhm, Shakira, los geht's. Fabio, ich habe noch nie mit dir gesprochen. Noch ganz am Anfang habt ihr euch über das Outfit unterhalten. Dass die Shakira von sich aus auf mich zukommt, hätte ich nicht so damit gerechnet. Positiv überrascht, oder? Was für ein Typ Frau stehst du? Du magst so natürlich, ne? Eigentlich schon. Ich mag schon auch unnatürlich, aber... Bin ich unnatürlich oder natürlich? Ich weiß auch gar nicht, Shakira ist irgendwie so eine Mischung aus natürlich und unnatürlich. Ich kann mich bei ihr irgendwie nicht entscheiden. Aber ist ja auch nicht wichtig. Bei dir ist es so, dass schon dein optisches, also mich schon anspricht. Also. Ja? Na, das ist doch super. Das ist doch das Wichtigste. Ja, ich fand dich auch nicht schlecht, aber du bist nie auf mich zugekommen. Finde ich aber auch gut, dass Shakira einfach so sagt, was sie so erwartet. Ich finde dich urwitzig. Ja, wir verstehen uns gut. Und ich finde dein Körper geil jetzt gerade. Sehr direkt von Shakira, finde ich sehr gut. Ich habe so einen Tick auch mit Ästhetik. Bin so genau mit so Dingen. Mich stört es auch, wenn zum Beispiel Leute jetzt aufs Klo gehen ohne Schuhe. So, wenn eine Frau ohne Badelatschen auf die Toilette geht oder in die Dusche, ich finde es ekelhaft. Abtörner für dich, das ist wirklich sehr spezifisch. Er ist ein Staubsaugerverkäufer. Er hat was mit Reinigung zu tun. Ja, ich habe so schon genaue Vorstellungen, weißt du? Und ich mag auch keine Faulheit. Okay. Aber beruflich gesehen machst du dann nur dein Online-Geschäft, oder was? Ja, nur OnlyFans. Ich sag mal so, es gibt sicherlich schlimmere Berufe im Sinne von anstrengender, beziehungsweise, ich sag nicht, dass es keine Arbeit ist, aber im Sinne von, ich glaube, es ist gut bezahlt, OnlyFans zu machen und ich verstehe, wenn man das macht. Ja, das ist zum Beispiel was, was mir auch zusagt. Da habe ich gedacht, der Foster Fabio vielleicht jetzt nochmal hier gerade eine Red Flag rausholt, aber es ist eine Green Flag. Dir sagt das zu? Ja. Hab ich zum ersten Mal so. Warum? Dass du so einfach auch businessmäßig unterwegs bist. Ich mache das, solange ich halt mich damit gut finanzieren kann. Ja, Fabio sieht es so, wie es ist. Es ist ein Business. Und dies ist ihr eigenes Business und Facts. Von mir aus kannst du das 20 Jahre machen. Süß. Der hat auf OnlyFans richtig cool reagiert. Schlimm, dass es anscheinend nicht oft der Fall ist. Aber ich dachte, du hast dich schon gut festgelegt. Deswegen habe ich dich auch nicht so... Dachte ich auch. Ich habe noch nie mit ihm so geredet wie mit dir. No. Ich habe schon gedacht, dass Shakira ihre Fühler in Richtung Marvin ausgefahren hat. Ja, ja, aber da sind ja die Fühler, kann man ja schnell in alle Richtungen drehen, ist kein Problem. Räumst du das jetzt weg, oder? Boah, danke dir. Das ist ein Service. Okay, weiß ich nicht, ob das jetzt notwendig ist. Ich meine, wenn sie jetzt auch einen Teller hätte und dann beide mitnimmt, ja, aber jetzt für den Mann, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Leute. Würdet ihr das machen? Weiß ich nicht. War gut, hab ich gut gekocht? War gut? War sehr gut. Tiefkühlpizza hast du toll gemacht. Ey, warum krieg ich eigentlich mal meinen Shot von dir? Marvin streckt seine Fühler auch in andere Richtungen aus. Super. Jetzt ein bisschen Spucke noch. Es werden Shots per Mund verteilt. Ja, spannend. Ich finde mehrere Mädels interessant. Ich muss alle kennenlernen, so. Das ist meine Aufgabe hier. Manu, was sagt Manu dazu? Ich muss Frauen kennenlernen! Oh, die machen rum, wer ist das? Machen nicht rum. Also ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube, die haben gerade geknüpft. Wer? Marvin. Und wer? Blond. Steffi? Shakira bekommt davon Wind. Oh, und dann ist mir mein Herz in die Hose gerutscht. Ich will nochmal. Attacke, so. Oh, oh. Bei Steffi passt unnormal viel rein. Ich check das selber nicht. Ich so, wow. Danke für das Feedback. War full, mein Mund war full. Alles full. Hat Marvin und Steffi geknutscht? Nee, also so einen Mundshot gegeben. Das ist ja was anderes. Ich habe gesehen, da gibt's was zum Einmischen und da mische ich mich ein. Ganz klare Sache. Hier ist ein Meme. Kim Virginia ist ein Meme auf zwei Beinen. Ganz klare Sache. Und ich sag euch was, wenn sie innen wäre ein drittes Bein zu haben, dann hätte sie das. Denn ich bin eine Boss-Lady. Also Schatzi, ich glaube, meine beste Freundin Shakira hat schon Hate auf dich, weil du gerade einen Kuss gegeben hast. Ich habe Shots verteilt. Das ist was anderes. Hab gehört, ihr habt Boom gemacht. Was Boom gemacht? Boom gemacht. Nein, wir haben nur Shots ausgetauscht. Beide sagen das Gleiche. Ich habe ihm nur Shot gegeben, wir haben nicht rumgemacht. Ich weiß, aber ich mag sowas Shots machen und so, weißt du? Aber Spaß. Wann? Weil es mir Spaß macht. Ah, Shakira knows how to play the game. Ich mag dieses Entertainment, ja. Das war nur so getan, als ob, weil du das liebst. Klar, er regt mich schon auf, aber Sendezeit. Ist so. Nein, nicht Sendezeit, das brauchst du ja. Auf keinen Fall, ja. Kann man doch auch ehrlich zu stehen, kann man doch machen. Ist doch wohl menschlich. Also. Dann ist perfekt, dann mach nicht so einen Stress. Niemand macht Stress, Kim. Ich wollte nur kurz fragen, ob ich das richtig verstanden habe mit diesem, ich will das ja für Sendezeit und so. Nee, hast falsch verstanden. Hab ich jemals so, gesagt, weil du Marvin ärgern möchtest. Ich liebe dieses Toxische einfach bei Männern und Frauen so. Ihr seid null toxisch. Ihr seid null. I'm sorry, aber ihr wisst nicht, was. Also, ich habe meine Essay zu toxischen Beziehungen gemacht. Also, deswegen bin ich ja sowieso Expertin. Ich habe schon mal eine YouTube-Essay dazu geguckt und gemacht.
An sich finde ich ja toxisch ganz lustig. Aber ist halt ein Problem, wenn ich die Person nicht mag. Ach so. Und dass du mir vorher schon gesagt hast, dass du so toxisch sein möchtest für Sendezeit. Ja, hat sie letzte Folge auch schon gesagt, dass sie dieses Toxische liebt und toxisch ist und so. Aber wenn du auch einfach so da bist, ich liebe das. Ja, ja, aber wenn du auch einfach so toxisch bist, dann sehe ich das auch so. Also, ja. Ich habe keine Ahnung, was dieses Gespräch soll. Ich habe das Gefühl, die reden aneinander vorbei. Aber dass Shakira so auf Krampf auf toxisch macht, weiß ich nicht. Es verletzt mich unnormal. Und ich werde ihr dann nach wie vor aus dem Weg gehen. Für mich war sie bis heute ein Geist. Und dann wird es auch weiterhin so sein. Alles klar, danke für die Info. Darf ich dir mal was sagen? Ja. Ich mag echt deine Art, ne? Versucht dann nochmal nach dem Joghurt-Fauxpas einen Angriff? Attacke. So, ich mag deine Art. Danke. Das tut mir gut. Deine das Art so. Mich. Das ist für mich einer der schönsten Komplimente, finde ich. Nee, ehrlich. Das hat er von der Pickup-Artist mal gelernt. Also aktuell ist ganz klar Sabrina meine allererste Wahl. Ganz, ganz klar. Gibt's jetzt den Kuss? Also wie gesagt, du bist echt einer meiner Favorites. Ja. Mit den süßen kleinen hier Stockings von ihm. Sehr süß. Wie bist denn du so, wenn du jemanden kennenlernst, ne? Ja. Und du meinst es so ernst gerade. Wie weit bist du bereit, so nicht dein Leben zu ändern, du sollst bleiben, wie du bist. Maschallah, mach das, liebe und lebe das, was du liebst. Aber wärst du so auch bereit, was so die Städte und so betrifft? Ja, safe. Oder bist du so eingeschränkt? Gar nicht, da bin ich voll open-minded. Ah, okay, das ist eine okay Frage. Ich dachte, das geht in eine ganz komische Richtung, aber klar, umziehen, wenn da beide drauf Lust haben, why not? Ich bin so sehr strained bei sowas und bei mir gibt's Hop oder Top. Verstehe ich. Ich mag dieses Mindset mega. Auch ein Meme. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir irgendein Perfect Match sein könnten. Und das gucken wir jetzt einfach mal bei der nächsten Matching Night. Und da ja bis jetzt 10 Männer, aber nur 9 Frauen da sind, kommt jetzt noch eine Nachzüglerin rein. Ich bin Daria, ich komme aus München, bin 30 Jahre alt und ich war bei Topmodel. Das ist auch das erste Mal, oder? Dass jemand von Jeremy Sex Topmodel dabei sowas mitmacht? A new era has begun. Das ist so gemein, das ist so gemein. Damals war ich auf jeden Fall die Zicke des Jahrtausends. Ihr könnt natürlich keine Clips davon einblenden. Damit ich mit einem Mann glücklich bin, sollte er so ein Oldschool-Gentleman sein. Na, aber wenn das nicht dann Danilo ist, oder? Als ich sie gesehen habe, habe ich Gefahr gespürt. Mhm. Und was sagt Daria zu den Jungs? Kann man machen und manche halt eben auch nicht. Okay. Ich habe mich heute für Danilo entschieden. Was ein Zufall. Wenn der mal nicht gesagt wurde, dass sie Danilo nehmen soll. Das ist definitiv, ich glaube, die falsche Show für mich. Warum? Das frisst mich auf. Ich wäre, glaube ich, lieber so bei Wer wird Millionär jetzt irgend so eine Frage beantworten. Das möchte ich auch gerne sehen. Danilo bei Wer wird Millionär ist spannend. Schöne Frau, ja. Ich freue mich, dass sie da ist. Konkurrenz für Jennifer. Die sind ja eh kein Perfect Match. Muss er jetzt sich eh umgucken. Ja, ich weiß auf jeden Fall nicht, was ich denken soll, was ich fühlen soll. Ich bin irgendwie ein bisschen gestresst. Ach, der Stress legt sich bestimmt. Apropos Stress, schauen wir mal, wen Sandra wählt. Ich habe mich für den entschieden, der mir am besten optisch gefällt und der gut küssen kann. Paco. Oh, wer hätte es gedacht? Oh. Oh, Überraschung. Er zieht mich so sexuell an. Und das ist alles, was Sandra gerade braucht und was auch vollkommen okay ist. Und dann wird Paco noch gefragt, wer denn am besten küsst. Ich kann mich nicht beschweren, alle küssen wunderbar. Er hat was dazugelernt, glaube ich. Das war eine sehr diplomatische Antwort. Und freue mich, alle kennengelernt zu haben. Na siehste. Ach, schon fertig? Willst du uns nicht weiter kennenlernen? Also, doch, doch, doch. Aber eine Beziehung ist für Paco nicht drin. Wissen wir alle. Als nächstes ist Paulina dran und wird gefragt, wie sie es findet, dass Paco Sandra geküsst hat. Das ist für mich mittlerweile fein. Okay. Es war nicht das Problem, dass der andere Frauen geküsst hat. Ich glaube, das war einfach die Kommunikation, die gefehlt hat. Und dass sie halt nebeneinander schlafen mussten, während er eine andere küsst. Weißt du, wie ich geweint habe? Es war viel. Also Paco hat noch so ein bisschen i-Tüpfelchen und dann war das Fass voll. Und das Fass droht auch wieder überzulaufen. Das ist ja auch das, was ich dann auch gestern bereut habe. Mhm. Ich muss ja wieder weinen. Es ist das Sternzeichen Krebs. Wir können nicht anders, Leute. Es geht nicht anders. Es ist leider so, ja? Und da muss man jetzt sagen, fand ich tatsächlich die Antwort von der Moderatorin und alles schon sehr einfühlsam und sehr nett. Sie sagt, Paulina, sie braucht sich nicht dafür schämen und es ist in Ordnung und alle anderen machen auch Sachen. Und das fand ich schon sehr, sehr nett Paulina gegenüber, weil sie sich ja irgendwie anscheinend das bereut oder sich schämt oder wie auch immer und es braucht sie wirklich nicht. Paco fällt sie einfach komisch und es ist einfach eine Ausnahmesituation, dass sie alle da aufeinander hängen, sie dem nicht, da nicht weggehen kann. Und es ist vollkommen verständlich, alles, was sie gemacht hat. Und Paulina wählt dann auf jeden Fall den Steffen. Weil wir eigentlich so dieselben Zukunftspläne haben, so dieselbe Wertvorstellung. Ich glaube auch, dass es auch ein Typ ist, der auf jeden Fall beziehungsfähig ist. Ich habe sie ja auch in
in meinem Fokus stehen. Oder zumindest das möchte ich mich nicht sagen, dass er unfähig ist, Paco, aber er hat auf jeden Fall keinen Bock drauf. So, Paco, lass ihn in Ruhe jetzt, ne? Ansage ist raus. Da muss ich nicht, bereut sie ja. Das kratzt sie schon ein bisschen, verstehe ich auch, aber komm, lass sie doch jetzt einfach. Wen wählt denn Shakira? Ich wähle den Marvin. Wer hätte es gedacht? Kim Virginia ist dran. Ich würde tatsächlich überraschenderweise einmal den Mike wählen. Alles klar. Ja, ist super. Ich bin zufrieden. Das ist schön. So, wir verstehen uns schon auf die eigene Art und Weise der Sprache, die wir zwischeneinander haben, unsere Konversation manchmal. Ich glaube auch, dass es eine eigene Sprache ist. Ich kann sehr, sehr gut germanistisch mich ausdrücken, definitiv. Ich will Emanuel. Das nächste Allegedly Perfect Match. Ich freue mich auf jeden Fall, dass sie mich gewählt hat. Bin sehr, sehr froh und ich freue mich, sie auf jeden Fall noch weiterhin kennenzulernen. Ich freue mich auch. Jennifer wählt dann Elia, das ist der hier. Ich bin natürlich sehr froh, also sie ist auch eine meiner Favoritinnen. Als nächstes darf Marie jemanden wählen. Fabio natürlich. Mhm. Dann ist Steffi dran und nimmt Martini. Alicia ist auch noch da und wählt den letzten übrig gebliebenen Peter. Das Beste kommt zum Schluss, sagt man bekanntlich. Vielleicht bekommt er ja nächste Folge ein bisschen mehr Sendezeit. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Jetzt gehen natürlich Lichter an und zwar so viele Perfect Matches, wie da sitzen. So viele Lichter gehen auch an und es sind tatsächlich drei an der Zahl, was für eine erste Matching Night echt viel ist. Das heißt, unter diesen Pärchen, die wir jetzt erstellt haben, gibt es drei Perfect Matches. Wer das ist, müssen wir herausfinden. Du, drei Lichter sind angegangen und vielleicht sind wir ein Licht davon. Vielleicht ja. Tizi und Steffi könnte sein. Könnte. Steffen und Paulina. Das glaube ich nicht. Fühlst du dich wohl in der Runde? Ich brauche noch ein bisschen. Brauchst noch ein bisschen? Ja. Ja, ist ja jetzt Zeit, ist ja gerade erstmal da. Die könnte der ganzen Villa gefährlich werden. Mal gucken, ob das mit Danilo vibet. Ich habe noch nicht mal abgeschlossen, eine kennenzulernen. Es kommt die nächste, wo mich so positiv mitnimmt einfach, ne? Positiv mitnimmt, ist auch süß. Die ist gerade nicht so gut, ne? Ach ja, okay, ja, stimmt. Ja. Oh, das ist ganz süß wie Martini. Du hast sogar selber checkt, warum Jenny es gerade nicht so gut geht. Ist hier warm. Zieh mich doch um. Ja, in was? Hast du nichts runter? Hast du keinen? Nein, ich habe nichts. Du bist komplett nackt. Da wird nochmal geflirtet. Naja, ich habe eine Unterwäsche an. Sie wartet wohl noch auf ihren Koffer oder so? Das werde ich jetzt sicherlich hier nicht präsentieren. Warum? Das kommt morgen erst. Kommst du auch aus München? Mhm. Hier, kommt zwei Münchner, unterhaltet euch mal. Wie Danilo sogar den Platz frei macht. Ich glaube, er sucht jetzt erstmal das Gespräch mit Jennifer, was irgendwie ganz süß ist. Ja, sie hat es ja auch nicht gecrashed, weil wir sind ja kein Match. Wir sind ja kein Perfect Match, aber irgendwo ist ja zwischen uns gerade. Da ist Feuer. Da ist halt schon Salz, da ist halt schon Würze. Okay. Findest du sie denn gut? Ist schon schlecht. Ehrlich ist er? Ist dein Typ? Was ist überhaupt dein Typ? Ich hab keinen Typ. Mhm, Natürlich ist eine hübsche Frau. Ist sie. Sehr hübsch, interessant. Ich hab doch vorher noch gesagt, dass er einen Typ hat. Er hat doch einen ziemlich genauen Typ sogar. Also du willst es mit mir so weiterlaufen lassen? Ja. Ich fühle mich wohl bei dir, Dumme. Okay. Ja, ich mich bei dir auch, vor allem nach heute. Du hast mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich bin wieder warm hier. Soll ich dir was krass sagen, Daria? Ja. Ich bin der einzigste Mann in dieser ganzen Villa, der noch nicht neben meiner Frau im Bett geschlafen hat. Sprich es für oder gegen ihn? Ich weiß es nicht. Ganz alleine, seit hier mit Schlafanzug. Dann ist es mein allein. Platz. Ja, es hat quasi auf sie gewartet. Ja, schau, ich bin der Einzige, der auch mit Schlafanzug schläft. Einfach ein Pyjama da. Ich bin auch ein Pyjama-Mensch. Echt? Das passt. Und bis jetzt sieht es extrem gut aus für sie in meinem Ranking. Und das ist das Wichtigste. Ja. Ich lüfte das sogar aus in der Früh immer. Ich hänge das da draußen am Meer hin und so. Ja. Echt? Am liebsten würde das auch Abstaub sorgen. Als Mensch mit Hygienetick natürlich ganz wichtig. Süß. Willst du mal meinen Kleiderschrank sehen, wie sauber der eingeräumt ist? Ja, komm, zeig's mir mal. Ach Gott, über was sie sich unterhalten und was er ihr präsentiert, ist schon ein bisschen süß. Schau mal, ich habe hier meinen Bademantel. Ich habe auch einen Bademantel. Nein. Doch, ich bin so ein Bademantel-Mensch. Ich auch. Ey, die sind Perfect Match. Die lieben beide Bademäntel. Das ist hundertprozentig ein Perfect Match. Wenn das kein Perfect Match ist, zweifle ich an den Psychologen. Ich muss es direkt so sagen. Ich zweifle schon lange an den PsychologInnen, ohne denen zu nahe treten zu wollen. Aber was da teilweise für Perfect Matches rauskam und wie viele Paare noch zusammen sind, das spricht für sich. Sogar mein Koffer ist hier noch. Guck mal. Den habe ich in weiß. Echt? Mhm. Ich nehme den gleichen Koffer. Boah, Wahnsinn. Ja, ich bin im Verkauf. Also ich habe auch eine eigene Firma. Okay, und, für? Staubsauger? Das sind so Luxusstaubsauger. Und meinst du? Boah, du bist krass. Ich habe einen. Ist es Hühler? Hat die Hühler gesagt? Meinst du?
Ja, safe. Safe. Ich dachte erst Dyson, weil das ist auch nicht Luxus. Hühler ist so teuer, gell? Ja, ja, damit. Ja, ja, ja. Das passt. Ja, okay, dann kannst du schon in meinem Bett schlafen. Das ist nicht schlimm. Keine Werbung. Ich werde mir den sicher nicht kaufen. Ich halte von so Multilevel-Marketing einfach nicht so viel. Ist es das? Ich glaube schon, ne? Ich mag einfach dem Fabio seinen Humor. So, ich habe das Gefühl, dass wir da so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge sind. Ich habe auch das Gefühl, ich gucke hier gerade bei einem richtig guten Date zu. Ich schlafe jetzt jeden Tag neben dir. Ja, sollen wir das so vereinbaren? Okay. Okay, Hand drauf, okay? Okay. Machen wir das so. Okay, okay. Die zwei Sauberen unter sich. Ja, ganz echt so, okay? Ja, mach das mal so. Besser kann ein Start nicht starten. Ja, das ist das Wichtigste für den Start, dass der einfach auch mal startet. Wow. Shakira und ich, ja, ich bin schon ein bisschen irgendwie davon weg. Oh, oh, was ist los? Ich überlege die ganze Zeit so, wenn ich nach dem Optischen gehe so, dann sind wir ein Perfect Match so, aber... Ja, ich will ja nicht, dass du mich magst, nur wegen meinem Optischen. Ja, ja. Ich glaube ehrlich, Shakira, intellektuell ist es nicht der gleiche Vibe. Und es ist nicht jetzt gegen Shakira. Hab ich doch nicht gesagt. Ich habe auch nichts gesagt. Zum Beispiel, dass du sagst, ich ziehe erst mit jemandem zusammen, der mit mir verheiratet ist. Oh, das hast du gesagt? Kann ich eigentlich gar nichts mit anfangen. Ich auch nicht. Ich weiß ja nicht, wenn ich nicht mit einem Menschen zusammengelebt habe und weiß, wie das ist, tagtäglich irgendwie diesen Alltag zu bewältigen, weiß ich nicht, ob das die Frau fürs Leben ist, so, weißt du? Ich weiß auch nicht, ob man heiraten muss, bevor man zusammen gewohnt hat, weiß ich nicht. Aber gut, wird bestimmt Szenarien geben, wo es Sinn macht. Sie hat auch Katzen. Ich habe eine Katzenallergie. Oh, dann ist es nicht das Perfect Match. Der Boom 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 wurde zur Hälfte schon mal eingeweiht. Also einer ist gekommen? Du hast auf jeden Fall eine Praxis drauf. Das war auch. Das war schon klasse. Danke fürs Feedback. Ich hab entspannt. Also diese wackelnden Füße, ich weiß nicht, was sie da gemacht hat, aber sie hat eine Praxis drauf. Sag ich auch mal so. Du musst erst mal eine Frau finden, die das alles macht. Wenn wir kein Perfect Match sind, musst du ja weiter gucken. Wie verballert der aussieht. Wäre doch schön, wenn ich irgendwie machen könnte, was ich will. Und dann komme ich zu ihm zurück am Ende des Tages. Ja, machst du das sowieso, wie du willst, oder? Ganz klare Sache. Was hast du so angegeben, was so dein Perfect Match sein könnte? Jetzt muss er erst mal herausfinden, ob sie Hausfrau sein möchte. Aufmerksamkeit, Loyalität ist auch wichtig. Und Respekt. Das ist eine gute Foundation. Und dir? Nicht viel eigentlich. Nicht viel? Also was ich brauche. Ich brauche eine Frau, die gut kochen kann. Und jetzt noch mal kurz, was sie gesagt hat. Aufmerksamkeit. Wäsche macht. Loyalität. Putzt. Aha. Respekt. Und er will eine Frau, die wäscht und kocht und putzt. Puh. Und gut Liebe machen kann. Ah, Mensch. Danilo, ich glaube, so wird es wird nichts. Ja. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Das meine ich ernst. Ich bin sehr oldschool. Ich bin auch so Ido. Also ich hätte kein Problem, so Hausfrau zu sein. Naja gut, dann ist es ja so. Ich habe halt einfach nur die Angst, dass viele Frauen denken, Hausfrauen, das Leben sei etwas anderes. Das wird immer gut verkauft. Die Realität ist eine andere oftmals. Ich will nur warnen. Weil viele Paare in dieser Situation, wo dann die Frau zu Hause bleibt und nur mit den Kindern ist und so und der Mann dann arbeiten geht, du lebst in anderen Realitäten, in anderen Welten und dann kann das schnell mal in andere Richtungen. Du verstehst einander ja gar nicht mehr. Die Struggles, die Dinge, man hat wenig Gemeinsamkeiten. Ich sage nur, es hat seine Gefahren. Also ich finde schon, dass da ein bisschen funkt. Na, dann ist doch toll, wenn es bei denen funkt. Hier nicht. Es wird. Was wird, wird. Schauen wir mal, was wird. Am Ende sind wir Perfect Match und ich war so nicht mal 25 Schlüche drin. Das wäre auch witzig. Jetzt wird aber ein Spiel gespielt und ich habe nur einen Clip für euch. Let's go. Was passiert da gerade? Es muss was aufgeblasen werden, dann wohin geschwommen werden. Und dabei verletzt sich noch jemand. Was ist passiert? Kann immer mal was passieren bei der Leistung, die man abruft. Und die Leistung, die er abgerufen hat, war ein Rad. Das ist, wenn man 30 wird und ein Rad macht. Ja, ich habe nichts gemacht, ich habe nur Ding gemacht, so ein Rad. Ja, dann mach das doch nicht. Ja, ist echt so. Es war nicht Teil des Spiels, Leute. Das war einfach mal so ein freaky Moment. Das ist auf jeden Fall nicht mein Perfect Match. Wer? Steffen, sag mal. Paulina und Steffen haben zusammen gespielt und das fand Paulina gar nicht gut. Ich fand, bei der Challenge hat der Steffen gar nicht auf mich geachtet. Das hassen wir Krebse. Gar nicht. Hallo, we're the main character. Okay. Ah.
der hat gar keine Rücksicht genommen. Ich kann da nur. Überhaupt gar keine. Gar keine? Echt jetzt? Überhaupt gar keine. Ich sag, ich kann nicht mehr, ich sehe nichts. Er springt auf mich drauf, sag mal, knallt's bei dir? Und wir haben auch den Hang zur Übertreibung, aber er ist wirklich auf sie drauf gesprungen. Keine Ahnung, das ist so eine Art, so diese rücksichtslose Art, damit kann ich nicht umgehen. Bei Paco fandst du es doch auch gut. Das Ding ist, ich will wissen, was ihr gesehen habt, weil ich will nichts preisgeben eigentlich. Also erstmal sollen die Marvin sagen, was sie gesehen haben, und dann sagt er, ob es stimmt oder nicht. Wir sehen alles. Wir waren schon ineinander verschlossen. Ab wann ist das Sex? Sobald da drin ist, ist das Sex? Oder? Das ist alles Definitionssache, aber ich finde es gut, dass sie immer wieder denken, dass sie davon da irgendwie davon kommen und dass das nicht gesehen wird von den tausend Kameras, die da hängen. Ich hoffe, dass das nicht gesehen wurde. Nein. Dass sie es nicht zeigen, weißt du? Ich habe das schon sehr undercover gemacht. Danach hat die kurz so und dann hat sie es zur Seite gelegt, dann haben wir beide Decken genommen. Hat sie zur Seite gelegt? What the fuck? Bruder, jetzt bist du aber ein Problem, weil du reingesteckt hast. Ja, und vor allem, wenn man so offen darüber redet, dann wissen wir noch weniger, was passiert ist. Jetzt hast du mal ein kurzes Schnupperpraktikum gemacht. Wenn du jetzt danach irgendwie eine andere kennenlernen willst, also Brille wird dir die Hölle heiß machen. Und so sehr man Paco nicht mögen kann, manchmal hat der Spot-on-Beobachtung, das Schnupperpraktikum hat mir sehr gut gefallen und auch die Beobachtung, dass Shakira das nicht gut finden wird, spot-on. Ich will das eigentlich nicht, dass sie Augenklappen hat und nur noch mich sieht, so. Freu dich doch, Shakira könnte so viel mehr sehen und wenn sie nur dich sieht, ist ein Kompliment. Und dass ich dann immer den größten Stress habe, wenn ich mit anderen Mädels bin, weil ich will auch noch andere Mädels kennenlernen. Klar, dafür sind sie ja da. Was sagst du, Paulina? Ist das komplett raus jetzt mittlerweile? Ja, Bruder, hör auf. Ich würde auch sagen, das lassen wir, weil das ist nicht okay. Wir haben jetzt was miteinander gehabt und ich möchte gerne, dass ich jetzt neben ihr schlafe. Ich glaube, es geht jetzt um Sandra. Ich glaube, wir haben uns auch darauf geeinigt, einfach cool und nichts Erzwungenes. Wenn der Vibe da ist, ist er da. Das braucht er gerade, ne? Und wenn nicht? Bin ich halt. Jetzt gehen aber die Gewinnerpärchen auf ein Date. Ja, gestern eingezogen, heute schon beim Date. Ich glaube, die Mädels fangen an, mich zu hassen. Und es ist ein bisschen verzwickt, weil Daria geht mit Danilo auf ein Date. Ich freue mich sehr, dass Jenny mit mir auf dem Date ist, weil sie wirklich eine meiner Top-Favoritinnen ist. Und ich denke, es wäre echt gut zusammenpassen können. Und Jenny ist ja eigentlich auch mit Danilo, aber die geht jetzt mit Elia auf ein Date. Dann blickst du einfach nicht durch. Wow. 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 Wenn ich im Ausland bin und beeindruckt bin. Wow, wow, wow. Wow. Einfach nur wow. Ich wäre natürlich lieber mit Danilo auf ein Date gegangen. Ich mag die Jenny auch gar nicht. Es fällt mir gerade wieder auf, es tut mir leid, aber diese Art, dieses sehr ruhige, das kann ich nicht. Ja, so ein Paralleldate, wenn Jenny da ist, ist natürlich nicht so angenehm. Ja, verstehe ich. We try Ananas? Das heißt Pineapple auf Englisch. Ach so, Pineapple. Ja, but can we try Ananas? Cheers. Das ist vor der Ameisen. Yes, das ist vor der Ameisen. Das ist wie meine Mutter, wenn sie Englisch spricht. Die Huren zum Kartoffel. Boah, das schmeckt geil. Das sah so eklig aus. Das schmeckt so lecker. Wie kann man das sagen? Und genau das mag ich an der Jenny nicht. Da kochen gerade Leute, also die sitzen daneben. Klar, die verstehen die nicht, aber ich würde es im Leben denken. Ja, vielleicht. Oder nicht aussprechen. Das sieht so kacke aus. Sieht so scheiße aus und so voll lecker. Hä? Kann man einfach nur im Kopf schütteln. Wie soll man das essen? Du sollst es abbeißen. Wie so wahrscheinlich bei einer Krabbe. Ja, und er ist ja der Mann. Er muss jetzt das eklige Skorpion-Dings essen. Das schmeckt besser als das. Ich möchte das. Vertrauen mir. Nein. Doch, doch. Italienischer Charme ist immer vorhanden. Bei schönen Frauen, ne? Ist auch ein Charmeur. 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 Und Aria ist eine schöne Frau. So, und sie hat Angst gehabt, jetzt die Insekten zu essen. Und dann habe ich gesagt, ein bisschen Vertrauen. In die Angst genommen. Und der nächste Clip zeigt, warum ich Daria mag. Das schmeckt wie Schnitzel. Das war einfach funny. Funny. Weißt du, dass ein Sternzeichen ist? Habe ich gerne gemacht. Skorpion. Ich will nicht schon wieder über Skorpione haten, aber ich sag nur, Danilo ist Skorpion. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil das ist krass. Ich mag das irgendwie mehr, wenn der Mann so ein bisschen auch den Ton angibt, so ein bisschen mehr aus sich rauskommt, ein bisschen dominanter ist. Und ich hatte das Gefühl, dass Elia das nicht so ist. Ach, schade.
Wohl kein Perfect Match. Aber kochst du zu Hause viel? Nee, ich koche eigentlich nie. Warum? Weil ich immer zu meiner Oma essen will. Aber ja, klar. Zu Nonna? Ja, klar. Sie denkt, das ist ein Witz. Das ist die Wahrheit. Also klar hat es mir gefallen, dass eben Danilo die Familie wichtig ist. Wenn man es positiv auslegen möchte, dann interpretiert man das so. Ja, absolut. Was passiert aber in der Villa? Wie spielen wir dann das Spiel hier weiter, Schatzi? Hä? Willst du jetzt noch mit anderen rummachen? Weil ich glaube, Mike und Kim finden sich besser, als sie am Anfang vielleicht gedacht haben. Willst du jetzt noch mit anderen rummachen? Warum? So generell. Weil sie vielleicht schon auch rummachen möchte und Show machen möchte, aber irgendwie Mike auch gut findet. Ich glaube, das ist gerade Phase. Ich hätte mir schon super gerne Paco und Fabio noch mal näher angeschaut. Siehst du? Und Tizi auch. Aber ich weiß halt nicht, was dann am Schluss meine Konsequenz ist. Konsequenzen wollen wir im Leben nicht. Ich mach Spaß. Nein, du hast keinen Spaß. Du meinst das richtig ernst. Nein, ich würde schon gern noch mal ein bisschen auf Tuchfühlung gehen. Ja, macht der Mike da mit oder nicht? Ich wollte nur wissen, wie deine Einstellung dazu ist. Hm? Ja, so ist es dazu, aber feiern werde ich das nicht. Okay, okay, okay. Was will jetzt Mike? Wenn das jetzt in der richtigen Richtung geht, auf Beziehungen hinaus, dann sollte sie schon wissen, wo sie hingehört. Aber woher soll sie denn wissen, ob es Richtung Beziehung geht oder nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Und nicht meine Grenzen überschreiten. Ja, es geht ja immer auch um die Grenzen des Mannes. Er gibt mir so ein bisschen Knastgefühle gerade. So ein bisschen, okay, mach das und dann wirst du sehen, was passiert. Was passiert denn aber bei the one and only Peter? Sabina, wir haben jetzt so Perfect Match Bescheid von der Optik, ne? Fällt sie halt schon da rein. Na super. Normalerweise, ich mache Pizza selber und so, aber du weißt, es ist schwierig hier. Süß. Pizza selber machen, das bin ja ich. Vom Typ her ist Peter definitiv auch in meiner engeren Auswahl. Jetzt lernen wir auch mal irgendwas über Peter. Und ich mag es auch, dass du so respektvoll Frauen gegenüber triffst. Das ist der eine respektvolle Typ. Und die manche sind immer noch so in so einem veralteten Rollenmuster. Wen meinst du da? Das ist gar nicht, wie du meinst. Man wird mich niemals als die brave Köchin und Hausfrau sehen. Because we're more than that. Wir kann auch nur das sein. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr wirklich da glücklich mit seid. Aber ich sag nur, it's a trap. Weißt du, was das Beste ist? Einfach zusammenkommen. Ja, Pizza machen. Wie ist deine Ansicht von einer Beziehung? Also ich liebe Beziehungen, aber echt? Ich bin so ein Mensch, ich muss wissen, dass es das ist. Kim und Martini unterhalten sich jetzt mal. Es war ein sehr überraschendes Gespräch. Mhm. Das ist 1:1 meine Antwort. Weil ehrlich jetzt? Hä? Das könnte passen. Ich gehe erst in eine Beziehung rein, wenn ich vorher abgecheckt habe. In meinem Kopf habe ich eine Liste. Ich auch. Das ist so richtig so yes und dann so eh. Ist so. Ich war maximal geflasht von dem Gespräch mit der Kim. Na, das freut mich für euch. Freut mich. Ich liebe Beziehungen wirklich sehr. Ich liebe es, mit einer Person alles zu machen. Man will eine Person, mit der man das Leben maximieren kann, zusammen. Richtig. Wow. Gänsehaut pur, wirklich. Schaut auch maximal aus, ist eine 10. Und da vergisst man ganz schnell, dass dahinter sich auch ein Mensch versteckt. Ja. Das vergesse ich auch immer bei Leuten, dass es echte Menschen sind. Es passiert mir ständig. Ich bin mal gespannt, was hier noch alles so passiert. Also es ist schon echt. Ist schon echt interesting. Schauen wir mal, was wird? Kuschelst du gerne? Es kommt drauf an. Es kommt auf den Vibe drauf an. Nein, sie kuschelt nicht gerne. Ich brauche ein bisschen, bis ich so kuschelig werde. So, bei mir kommt das jetzt. Ich kann das nicht bei jedem. Aber du bist ähnlich. Oder? Das hat sie schon gesehen. Würdest du sagen, harte Schale, weiche Kern? Ja, ich glaube, dass du vieles halt hinter diesem charmanten Auftreten versteckst. Nee, harte Schale, weiche Kern will ich nicht sagen. Ich glaube, Danilo hat sich noch gar nicht fallen lassen bei mir. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen. Ich glaube, die Daria hat eine sehr gute Menschenkenntnis. Als Daria reingelaufen ist, war klar, die ist auch eine Favoritin. Sorry, es bimmelt hier gerade, aber it is what it is, ha? Huh? Halleluja. Dieser Blick, sie hält lange, lange den Blick. Also lange. Aber ich guck länger. Aber ich guck länger. Bist du fürsorglich? Ich bin sehr fürsorglich. Hey? Ja. Also wenn du einen Partner hast, dann kümmerst du dich um ihn. Hey? Ja, wenn er was braucht, vielleicht. Wenn es einem schlecht geht, dann kümmere ich mich schon um die Person. Aber nur dann. Wird wahrscheinlich ein Band gerissen sein. Show must go on. Und Fabio ist zurück, nachdem sein Knie rausgesprungen ist, ist wieder drinne. Er macht weiter Party, kein Problem. Was ist das denn? Warum ist das denn so krank laut? I'm sorry.
Der Chefarzt hat gemeint, ich soll in den Bum-Bum-Raum mich verwöhnen lassen. Ist so. Jetzt stellt sich raus, ob mich die Menschen auch mit meinen Schwachstellen mögen. Ist doch keine Schwachstelle. Ist doch geil. Weißt du, ich glaube, wir sind voll fürsorglich für dich. Ich hab euch auch vermisst. Süß, wie Fabio da liegt und alle Frauen um ihn herum sitzen. Heiratet hier jemand oder was? Wir sind bei I The One, hier heiratet niemand. Ich hoffe, dass beim Einzeldate Jenny sich ein bisschen von dem Gedanken Daniela entfernen kann. Weiß ich nicht. Also die einen mögen es lieber altmodisch, die anderen lieber moderne. Ich glaube, Elias ist eher der moderne Typ, oder? Ja. Sehr modern. Also wirklich extrem modern. Sehr modern. Ja. Das passt dann gar nicht. Du bist halt so voll Naturmensch, ne? Das ist so, also ich habe gern, wenn man die frische Luft irgendwo hat, eine gute Aussicht. Das mag sie auch nicht. Ich glaube, sie mag nichts an ihm. Würdest du alleine reisen? Ganz alleine? Ohne jemand anders? Wer würde denn sowas machen? Nee, ich bin da nicht so, muss ich ehrlich sagen. Ja, echt? Hast du schon mal probiert? Nee. Nee? Nee. Aber ich weiß ja ungefähr so, was mir gefällt. Nee, klar, ich will nicht sagen, dass du es probieren musst. Er ist irgendwie süß, oder? Denkst du, wir könnten ein Perfect Match sein? Also, für mich bist du ein bisschen zu ruhig. Ja. Und ein bisschen zu selbstreflektiert. Und ein bisschen zu erwachsen. Das Einzeldate mit Elia hat mir sehr geholfen, denn ich habe die Erkenntnis gewonnen, dass wir auf jeden Fall kein Perfect Match sind. Das würde ich aber auch sagen. Ganz ehrlich, das vibet gar nicht. Peter, let's go! Peter! Der Peter wird jetzt mit der Krücke animiert. In diesem Moment habe ich gedacht, weißt du was, scheiße, wir machen einfach. Und was wird gemacht? Küsse, Küsse, Küsse! Die Krücke kommt wieder zum Einsatz und es wird geknutscht. Peter und Sabrina knutschen. Ja, mein erster Kuss. Aber für mich ist das gerade so. Und da sagt Emanuel, kann er nicht. Er ist nicht wie Paco und Fabio, der noch dazuguckt und anfeuert, sondern sagt, nee, ist für mich durch. Was? Ist doch klar, dass ich das nicht feiere so. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit Sicherheit zu tun. Ich glaube, wenn man in sich ein sehr sicherer Mensch ist, dann stört es einen vielleicht auch nicht so ganz, wenn da mit jemand anders geknutscht wird. Ich habe das Gefühl, es verunsichert Emanuel sehr, sehr stark. Und vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass er sich eher was Ernsteres mit Sabrina vorstellen kann. Und für Paco und Fabio war das mit Kim und Mike eher so, ja, Fun. Es ist für mich so, das Feuer ist so ein bisschen, das Feuer ist weg, so, weißt du? Oh. Wisst ihr eigentlich, dass hier eine Vize Miss Deutschland sitzt? Ist das so? Wisst ihr eigentlich, dass hier Mr. Vize... Hier ist die Miss World Noble Queen Germany. Ich bin Miss World Noble Queen Germany. Ich gehe nach Malaysia dieses Jahr. Ich bin Mr. Vize Deutschland. Weißt du das eigentlich? Ehrlich? Ernsthaft? Quatsch. 2017. Ist er wirklich Vize Mr. Deutschland? 2017? Was ist denn hier los? Nee, das ist gelogen. Der hat gelogen. Ich glaube, der hat gelogen. Wir recherchieren das nochmal, wir blenden es dann hier ein, aber der hat gelogen. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ja, warum liegt hier Stroh? Oder? Oder? Ja. Gut, und los wird gebumst. Wir sind schon heiße Fritten, also das muss man auch zugeben. Heute müssen wir den Boom-Boom reservieren. Meinst du? Ich glaube schon. Oh je. Heute machen wir stabile Seitenlage. Oder? Und los. Gut, es wird weiter geknutscht. Kim, Virginia, macht weiter wie immer. Ganz klare Sache. Es ist auf jeden Fall das beste Interview, was ich jetzt auf jeden Fall hatte. Das will ich aber mal hoffen. Ey, ernsthaft? Na, schön für die beiden, oder? Ja, brauchen wir aber nicht drüber reden jetzt. Da bin ich sehr gespannt, ob das Paco an Mike, sein Buddy, weitererzählt oder nicht. Ja, Mike hat mir so ein bisschen zu verstehen gegeben, dass er das nicht so befürworten würde. Naja. Dann war halt mein Upsi. Deswegen weiß ich nicht, wie das Ganze jetzt so ankommt. Ich würde sagen, nicht so gut. Würde ich auch sagen. Was machst du eigentlich? Was mache ich denn? Ich pack's ihn einfach. Tja. Okay, und Emanuel hat ja gesagt, er ist durch mit Sabrina. Ich glaube, Emanuel feiert das jetzt nicht unbedingt. Ja, aber? Andererseits habe ich auch von Anfang an gesagt, dass ich mich da gar nicht festlege. Das ist doch gut. Ich weiß schon, dass du meine Nummer 1 bist, ne? Ja. Ist dir das eigentlich bewusst? Bin ich das? Ja, natürlich. Das wirkt aber noch nicht. Und jetzt wird das Revier markiert. Also ich habe zwar gesagt, so, das Ding ist zu, aber nach dem heutigen Tag wieder hat es mir gezeigt, das Ding ist immer noch nicht so ganz zu. Ja, es hat es mir auch gezeigt, der Kuss. Sehr mal, welcher Kuss war besser? Jetzt möchte Peter wissen, welcher Kuss war besser. Ich will doch einfach nur chillen. Ich auch, Leute, ich will einfach nur chillen. Ich will nur mal eins klarstellen, wir sind so gar kein Perfect Match. So gar nicht. Gut, Jenny kommt zurück und möchte es allen mitteilen. So gar nicht, komplett andere Ansichten. Warum haben die denn überhaupt das Spiel gespielt? Warum haben die zusammengespielt? Ich verstehe nichts. Wir stehen wirklich in allen Punkten anders.
Deswegen ist es für uns klar, wir sind kein Perfect Match. Gut, dann durften ja aber die anderen entscheiden, wen sie reinwählen. Und haben dann Jenny und Elia gewählt. Also wenn wir ein Perfect Match sein sollten, dann fresse ich echt einen Besen. Ja, keine Ahnung, was das jetzt soll. Sie hat heute beim Frühstückstisch gesagt, das ist nichts. Dann hätte man das aber kommunizieren müssen, so hat auf den. Sie. Okay, also die haben auch falsch gewählt, würde ich mal sagen. Gut, jetzt sind die beiden aber in der Matchbox. Es wäre tatsächlich sinnvoller gewesen, Danilo und Darian in die Matchbox zu schicken. Hätte ich jetzt auch gedacht, aber da stecken wir nicht drin. Und ob verkauft wird, ob es überhaupt ein Angebot gibt und ob die ein Perfect Match sind, das sehen wir dann am Montag um 18 Uhr in Folge 5 von 6. Ich freue mich, vergesst nicht zu abonnieren. Ciao!